Es ist Donnerstag, der 8. November 2018. Dies ist Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing auf unser Politikblog. Heute geht es um Agrarwende jetzt, ein Thema, welches verschiedenste Menschenrechte berührt, vor allem Menschenrechte auf Nahrung und auf Gesundheit vom UNO-Sozialpakt und die Menschenrechte auf Umweltschutz und Verbraucherschutz von der EU-Grundrechtecharta. Ich begrüße ganz herzlich Professor Klaus Buchner, den Europaabgeordneten der Ökologisch-Demokratischen Partei. Guten Abend, Klaus. Auch von meiner Seite einen guten Abend aus Brüssel. Ja, worum geht es bei der Kampagne Agrarwende jetzt und was hat die Kampagne Agrarwende jetzt, in welchem Verhältnis steht sie zu der vorherigen Kampagne Klaus Kraust? Bei der vorherigen Kampagne Klaus Kraust haben wir sehr viele Menschen erreicht und sie einfach auf die Problematik des Antibiotika-Einsatzes in der Massentierhaltung oder ich sollte besser sagen in der industriellen Massentierhaltung aufmerksam gemacht. Das ist ja auch extrem tierquälerisch, was hier passiert. Und diese Schwächung der Tiere durch die ständige Qual führt zu Krankheiten. Die Tiere werden sehr viel öfter krank, werden dann mit Antibiotika behandelt. Und auf diese Missstände wollten wir aufmerksam machen. Jetzt bei der neuen Kampagne Agrarwende jetzt geht es um eine Lösung des ganzen Problems. Wir wollen ein Siegel einführen, ein Siegel, das wirklich umfassend informiert über das, wie das Tier gehalten worden ist, ob es tiergerecht, artgerecht war, ob es mit Antibiotika behandelt wurde, welche Futtermittel es bekommen hat, also ob die vertretbar sind. Sie wissen ja, die ganzen Probleme zum Beispiel in Brasilien mit der Herstellung des Gensäuers, was hier verfüttert wird, die enormen Menschenrechtsverletzungen dort, die geschehen, damit die Leute von den Feldern vertrieben werden, die dann für unsere Futtermittelproduktion verwendet werden, dann ob Totalherbizide eingesetzt werden, ob der Regenwald gerodet wurde für die Futtermittel. Das Ganze kann man natürlich nicht in langen Sätzen beschreiben, sondern wir wollen einfach drei Qualitätsstufen einführen und in diesen Qualitätsstufen kann man dann nachlesen, was alles garantiert wird, sodass der Verbraucher sofort sieht mit 1, 2, 3, was hier vorliegt. Ich glaube, wir sind dem Verbraucher diese Informationen gegeben. Was bedeuten die einzelnen Stufen denn? Die einzelnen Stufen geben verschiedene Qualitätsstufen an, die sagen, ob die Tiere zum Beispiel Kühe, Freiland zur Verfügung haben oder ob sie in Laufstellen sind, das wäre eine etwas geringere Stufe und nicht ins Freie können oder ob sie ganz konventionell in engen Stellen gehalten werden, was noch nicht Massentierzucht ist, aber immerhin für die Kühe natürlich sehr viel schlechter ist. Also wir wollen einfach in verschiedenen Stufen zeigen, wie gut es den Tieren geht und vor allem, wie gut auch die Qualität des Produkts ist, das wir dann essen. Wie wirkt sich denn der Antibiotika-Einsatz in der Massentierhaltung auf die Entstehung von multiresistenten Keimen aus? Der Mechanismus ist ganz klar. Bei uns versucht man, die Produkte, zum Beispiel Fleisch, möglichst billig herzustellen. Wenn ein Tier einer Herde, ein Rind oder ein Huhn, erkrankt an irgendeiner Krankheit, dann gibt man vorsorglich der ganzen Herde die Antibiotika, weil es natürlich klar ist, dieses Huhn oder dieses Rind wird die anderen automatisch anstecken, wenn etwas in der Herde belastet wird. Und wenn jetzt alle geimpft sind mit Antibiotika, man muss sich das nicht mit Spritzen vorstellen, das geht über Butter oder über Getränke, dann werden die normalen Keime abgetötet. Aber
die wenigsten antibiotikaresistenten Keime haben freies Feld, freie Entfaltungsmöglichkeit, weil die konkurrierenden anderen Bakterien wechseln. Und so ist das eine richtige Zuchtanstalt für antibiotikaresistente Keime, die eben sich völlig frei ausbreiten können. Und so wundert es nicht, dass wir in der Umgebung und vor allem in den Stellen von industrieller Massentierhaltung sehr hohe Prozentsätze an befallenen Tieren mit antibiotikaresistenten Keimen haben. Inwieweit ist der Antibiotika-Einsatz überhaupt erlaubt in der Landwirtschaft bei gesunden Tieren? Er ist im Augenblick noch erlaubt. Die gesetzlichen Maßnahmen hinken einfach der Realität hinten nach. Und so werden sehr viele Tiere einfach heute noch in dieser billigen Weise behandelt. Ganz schlimm ist hier vor allem der Einsatz von sogenannten Reserveantibiotika. Das ist in der menschlichen Medizin die letzte Reserve, wenn keine anderen Antibiotika mehr wirken. Und es ist für mich unvorstellbar, dass diese Reserveantibiotika auch in der Tierzucht eingesetzt werden dürfen. Das wird erst ab 2021 verboten. Man sieht also, die Gesetzgebung hängt einfach den Anforderungen hinten nach. Die Schwierigkeiten, die daraus entstehen, haben wir alle zu tragen. Wer ist denn durch diese Keime besonders gefährdet und wo kann man sich damit infizieren hauptsächlich? Die Gefährdung ist vor allem für die Menschen, die mit den Tieren unmittelbaren Kontakt haben. Sprich die Landwirte oder auch die Tierärzte. Und zwar, obwohl die Tierärzte normalerweise in Schutzkleidung diese Stelle nur betreten. Aber das ist trotzdem so, dass 45% der Tierärzte mit antibiotikaresistenten Keimen befallen sind und 80-90% der Schweinehalter. Man sieht also, wie sich das unmittelbar durch den Kontakt ausbreitet. Aber nicht nur so, sondern zum Beispiel über die Abluft von solchen industriellen Massentierzuchtanstalten kommen die Keime in die Umgebungsluft, über das Abwasser, über die Gülle vor allem auch auf die Felder, gelangt von dort in das Grundwasser. Selbst Vegetarier sind gefährdet durch diese Keime, weil die Pflanzen eben dieses Grundwasser mit den Keimen aufnehmen. Es sind Untersuchungen gemacht worden, dass man diese Keime in sehr vielen Gewässern heute schon findet. Und in dem Zusammenhang ist einfach wichtig, dass auch einige Prozent, deutlich unter 5%, aber immerhin, der Bevölkerung durch solche Keime befallen sind. Das ist eine Tatsache, die eigentlich zu großer Sorge Anlass gibt. Das Robert-Koch-Institut hat ausgerechnet, dass in wenigen Jahrzehnten mehr Leute an antibiotikaresistenten Keimen sterben werden als an Krebs. Und heute stirbt jeder dritte bis vierte an Krebs. Also das ist eine ungeheure Gefahr. Heute sind es nur in Anführungszeichen 33.000 Menschen, die jedes Jahr in Europa an diesen Keimen sterben. Und ich nehme an, dass dann Patienten im Krankenhaus wahrscheinlich besonders empfindlich sind oder überhaupt Menschen mit schwachen Immunsystemen. Ja, das ist richtig. Viele dieser Keime, zum Beispiel die MRSA-Keime, sind an sich für den gesunden Menschen keine Gefahr. Das Immunsystem eines gesunden Menschen wird mit diesen speziellen Keimen fertig, nicht mit anderen. Aber im Krankenhaus, zum Beispiel nach einer Operation oder wenn man durch eine schwere Krankheit geschwächt ist, ist auch das Immunsystem in Mitleidenschaft gezogen und dann können solche Keime große Schäden bis zum Tod verursachen. Wenn jetzt das
neue Agrarsiegel eingeführt wird. Was soll dann aus den bisherigen Agrarsiegeln werden? Es gibt ja Agrarsiegel von der EU, von Mitgliedstaaten der EU und auch von privaten Verbänden der Landwirtschaft. Was soll aus denen dann werden? Die meisten dieser Siegel haben praktisch keinen Vertrauenswert bei den Verbrauchern. Es sind ein paar Bioverbände, die sehr viel schärfere Methoden für die Kontrolle und auch stärkere Anforderungen haben, die werden vom Verbraucher einigermaßen akzeptiert. Aber die anderen, die staatlichen Siegel, sagen nichts aus und der Verbraucher weiß das. Wenn wir jetzt dieses umfassendere Siegel einführen, dann ist der Verbraucher wirklich informiert und ich gehe davon aus, dass die normalen Siegel dann damit verschwinden werden, weil sie vom Verbraucher auch jetzt schon nicht angenommen werden. Anders ist es möglicherweise von kleinen Anbauverbänden, die ihre eigene Kundschaft haben. Darüber kann ich jetzt nicht spekulieren, aber für den normalen Verbraucher, glaube ich, kann man davon ausgehen, dass die bisherigen Siegel dann verschwinden. Wie kann man die Arbeit unterstützen, die Kampagne Agrarwende jetzt? Da kann man sehr viel machen. Wir haben eine Homepage, Agrarwende jetzt, und dort kann man eine Petition unterschreiben. Man darf die Wirkung einer solchen Petition nicht unterschätzen, wenn wirklich viele Leute da mitmachen, dann ist das doch ein starker politischer Druck. Wir können auch direkt die Politiker auffordern zu handeln. Das werden die meisten normalen Verbraucher nicht machen. Ich hoffe aber doch, dass eine genügende Zahl von Menschen zusammenkommt. Wir können auch mit unserer Wahl Parteien unterstützen, die sich für das Tierwohl und für solche Dinge einsetzen. Wir können in E-Mails, Briefen oder Anrufen bei unseren regionalen Politikern protestieren. Das ist meiner Meinung nach sehr effektiv, weil die ja auch in ihren Wahlkreisen solche Massentierställe haben. Das heißt, hier trifft direkt die Verantwortlichen. Wir können Bürgerbegehren gegen Massentieranlagen unterstützen und uns daran beteiligen. Wir können vor allem, und das ist, glaube ich, besonders wichtig, unser eigenes Verhalten ändern. Wir sollten keine Produkte mehr kaufen, wo wir nicht wissen, woher sie kommen und ob sie gefährlich sind oder nicht. Denn sehr viele der Fleischprodukte vor allem, die wir im Discountern kaufen, sind befallen. Das heißt, auch für den normalen Verbraucher besteht ein Risiko, wenn er sein Fleisch im Discountern kauft, das nicht weiter. Das heißt, bis zur Einführung des Siegels sollte man, ich denke auch danach, wenn man es sich leisten kann, am besten auf Bio-Ware setzen. Wir haben ja auch keine Massentierhaltung. Das auf jeden Fall. Aber wie es gerade gesagt worden ist, wenn man es sich leisten kann. Es gibt viele, die den Zusatz, die zusätzliche Ausgabe schwer leisten können. Man kann seine Ernährung umstellen und dadurch zum Beispiel weniger Fleisch kaufen. Das hilft etwas. Aber man kann einfach auch fragen, den Metzger fragen, woher bezieht sie ihr Fleisch? Und die guten Metzger wissen das. Das heißt also, man kann ohne zusätzlich Geld ausgeben, rein durch Nachfragen eine gewisse Sicherheit bekommen. Keine absolute, aber doch immerhin eine gewisse. Und bei Wahlen, ich denke, da kommt es wahrscheinlich auf die Europawahl an. Das Europaparlament kann zwar keine Initiative machen, aber zumindest alles, was ins Gegenteil, in die gegenteilige Richtung geht, abwenden oder auch Richtlinien oder Verordnungsentwürfe der Kommission ja auch ändern, zusammen mit dem Ministerrat. Das ist der Punkt, ja. Wir können Entwürfe, die von der Kommission kommen, ändern. Und hier kommt es ja darauf an, wie die Machtverhältnisse im EU-Parlament sind.
Im Augenblick haben wir so eine Art große Koalition auch im EU-Parlament. Das heißt, viele der notwendigen Reformen werden blockiert oder zumindest verlangsamt. Hier kann ein richtiges Wahlverhalten sehr viel verbessern. Und in den Mitgliedstaaten scheint es mir vor allem ja auf die Bundesebene, aber auch auf die Landesebene anzukommen, weil auf der Bundesebene, da wird ja auch bestimmt, wer letztlich Landwirtschaftsminister wird und dann im Ministerrat den Staat vertritt und daneben. Also nicht nur, nicht nur im Ministerrat, die Bundesregierung hat durchaus noch Gestaltungsfreiheit, denn die meisten dieser Vorschriften sind nur Richtlinien. Das heißt, die EU gibt den Rahmen vor, aber innerhalb dieses Rahmens kann die Bundesregierung noch einzelne Regeln festblocken. Das sieht man besonders deutlich bei den Geldern, die an die Landwirte gezahlt werden. Hier kann die Bundesregierung durchaus noch sagen, ob zum Beispiel kleine Landwirte mehr bekommen im Verhältnis, also pro Hektar zum Beispiel, den sie bearbeiten, oder wie das ist mit den Großbetrieben, die ja oft in Ostdeutschland nicht wirklich Dinge produzieren, die man brauchen kann, sondern nur pro forma produzieren. Solche Dinge regelt die Bundesregierung. Und auch da kann man natürlich großen Einfluss haben. Das heißt, darüber kann man, über den Spielraum, den die Staaten haben, die Fördergelder zu verteilen, könnte die Bundesregierung bzw. Gesetz auf Bundesebene auch beeinflussen, wie viel Fördergelder Betriebe der Massentierhaltung bekommen, auch dass sie weniger bekämen als andere? Ja, in gewissen Rahmen, nicht völlig frei, aber die EU-Gesetzgebung gibt einen Rahmen vor, innerhalb dessen man Gestaltungsfreiheit hat. Was sind nochmal die anderen Merkmale des neuen Siegels? Gentechnikfreiheit? Gentechnik, das Tierwohl, wie das Tier gehalten worden ist, ist ganz wichtig. Zum Beispiel Anbindehaltung bei Kühen oder die hoffentlich sowieso bald jetzt verboten wird. Dann ob sie ins Freie gehen können, ob sie wenigstens einen Laufstall haben. Dann wie das Futter der Tiere ist, ob sie mit Antibiotika behandelt worden sind, ob für das Futter Totalherbizide eingesetzt werden, ob bei der Futtermittelherstellung Menschenrechtsverletzungen sind, ob der Regenwald dafür abgeholzt wird. Gut, all diese Dinge werden zusammengefasst. Und die verschiedenen Stufen garantieren dann eben ein bestimmtes Label, zum Beispiel an Tierwohl oder an Qualität. Sodass dann, wenn zum Beispiel Regenwald abgeholzt wird oder Menschen vertrieben werden, dass das Fleisch dann vielleicht gar nicht mehr verkäuflich ist? Dann bekommt es eben eine 0 oder eine 1 nur und der Verbraucher weiß, was das bedeutet. Und wenn es so geht wie bei den Eiern, dann haben ja die Eier der schlechtesten Kategorie heute in den Märkten kaum noch eine Chance verkauft zu werden. Sie werden immer noch eingesetzt in Betrieben, in Lebensmittelbetrieben, wo der Verbraucher nicht sieht, was drin ist, aber normal verkäuflich sind sie praktisch nicht mehr. Ja, vielen Dank für die Information. Ja, bitte. Wir werden dann auf unserem Blog die Kampagne verlinken und da kann man ja dann online bei change.org die Petition auch unterstützen. Prima. Ja, schönen Abend noch und nochmal herzlichen Dank für das Interview. Ja, bitte. Alles Gute. Wiederhören.